Entschuldigung, ich kann nur sagen, heute dürfen dir eigentlich alle mir Fragen stellen. Es gibt natürlich gewisse Sachen, die sind reserviert für Abonnenten. So. Juhu. So. Guten Tag, Sally. Schön, bist du da. Heute haben wir spezielle Energien und das da. Das ist etwas, wo ich auch zur Energieübertragung unter anderem benutze. Wie sieht es bei mir finanziell aus? Schauen wir mal. Ist natürlich immer so eine Frage, ich weiß, es interessiert viele Leute, oder? Aber eigentlich muss ich da ehrlich sagen, oder? Das ist eine Frage für einen Finanzberater. Warum sage ich das? Ich kann natürlich sehen, ob du zum Beispiel dir Sachen leisten kannst, ob du glücklich bist. Ich kann es wie indirekt ablesen, wie es finanziell aussieht. Direkt kann ich aber nicht Geld, Energie anschauen, weil Geld hat keine Energie, es ist keine Naturkraft. Es ist etwas, es ist eine Illusion, wo wir Menschen uns eigentlich gemacht haben und sagen, so, das Papierli ist so viel wert und das Papierli ist so viel wert. Was man da vor allem aber sieht, ist, dass du nicht das auslebst, was du solltest, was du willst im Beruflichen. Er sieht, ist, dass du nicht das auslebst, was du solltest, was du willst im Beruflichen. Mit Sachen zu tun, die dich einmal ein bisschen verleiten, bei Themen Geld ausgeben, wo du gar nicht solltest. Und wenn du das natürlich einstellst und ein bisschen überarbeitest, dann hast du dann auch wieder mehr Geld zur Verfügung und kannst da effektiv auch ein bisschen etwas sparen. Tu also wirklich deine Träume verfolgen, auch beruflich. Und gib nicht auf. Dann wird das besser rauskommen mit der finanziellen Situation. Rosendiamant, heute ist eine ganz spezielle Energie. Irgendwie Unruhe. Ja, genau darum bin ich da, oder? Und das ist eben der Punkt, oder? Es gibt so Tage, und das hat mit der Energie der Sterne zu tun. Wir können sogar da gerade schauen. Was ist es genau, was der heutige Tag für viele Menschen so beeinflusst? Schauen wir doch mal schnell da miteinander. So. Wie können wir das bearbeiten da? Fragen wir die Astrokarte jetzt. So, zum Beispiel Unterstützung und Inspiration. Ja, genau das mache ich. Und da haben wir Neptun, Träume und Geist. Okay, ich verstehe. Es geht das also auf die seelische Ebene. Es geht darum, dass ich habe auch komisch geträumt letzte Nacht. Wie sieht es mit euch aus? Weil das zeigt uns natürlich sehr viel über so Energien. Das nimmt mir sehr klar auf, während wir am Schlafen sind. Oder? Und darum haben die Altägypter die Sterne beachtet und Träume analysiert. Oder? Weil das ist die Seelensprache war. Also Geist bedeutet natürlich auch psychisch, oder? Es gibt gewisse Energien um uns herum, die uns psychisch ein bisschen beeinflussen tun. Und das ist aber etwas, was ich euch da heute eben anbieten kann. Und das ist auch eine Energie, die von oben kommt, wie ihr seht. Und das ist etwas, was helfen kann, das Ganze anzugehen. Man sieht nicht einfach irgendwie wie eine Feder im Wind. Man könnte natürlich lernen, damit umzugehen. Lieber Alain Delon, du hast mir die gleiche Frage gestellt im letzten Live. Ich bin jetzt nicht unbedingt jemand, der gerne einfach jedem Live immer wieder die gleiche Frage beantwortet. Was ich sage, das sitzt. Und daher habe ich deine Frage schon beantwortet im letzten Live. Detailliert sogar. Und gratis. Rosendiamant 222 hätte auch eine Frage. Wird er sich, wenn ich ihn anschreiben, freue oder gleich blocken, danke. Das ist jetzt natürlich eine kleine schwierige Frage, weil ich habe das Gefühl, aber bestätigen wir das noch mit der Karte.
Ich habe das Gefühl, du solltest warten, dass er dich anschreibt und nicht den ersten Schritt machen. Ja, da der Zeit. Independence, the Messenger. Siehst, wenn du in die Unabhängigkeit reinkommst und einfach entspannt bleibst, dann wird die Nachricht kommen. Du solltest nicht die sein, die eigentlich ihm schreibt. Ja? Du wirst noch genug Chancen haben, um mit ihm zu kommunizieren. Aber beachte, dass er auch seine Energie gegenüber dir wie entfalten können muss. Es muss können zu dir kommen. Und das wirst du blocken, wenn du eigentlich den Part übernimmst. Und daher überlass ihm das, ja? Lass ihn da wirklich nach seinem Schritttempo den ersten Schritt gehen. Ja, die Träume sind sehr intensiv, aber viele verstorben im Traum. Sehr interessant. Ich auch. Also, ja, ich meine, der Michael ist halt verstorben. Meine Zwillingsseele. Und gestern hatte ich einen ganz, ganz speziellen Traum gehabt. Erzähle ich aber nicht. Das ist zu privat. Also, es ist nichts Sexuelles oder so, aber es ist einfach sehr, sehr intensiv gewesen. Ist das ein Zeichen gewesen vorhin, dass meine Internetverbindung schlecht wurde, ist, während meine Karte hast. Ha! Das ist natürlich krass, oder? Das kann natürlich schon auch zeigen, also ich denke, es ist ein Zufall, aber einmal passiert das schon auch, wenn die Energie ein bisschen störend ist um dich herum. Ich kann dir empfehlen, Rosenquarz in der Nähe haben, wenn du das Telefon benutzt oder Computer. Das tut auch allgemein ein bisschen den Elektrosmog neutralisieren und schaut, dass wirklich so Fremdenergien nicht reinfunken können. Danke, Leute, das ist wirklich gut. Danke vielmals, das ist lieb. Danke fürs Feedback. Ja, wie gesagt, ich brauche dafür keine Astrologie oder komplizierte Berechnungen oder irgendetwas lesen. Ich merke das, wenn irgendetwas in der Energie rum ist, oder, wo so ein bisschen die Masse anzielt. Und dann versuche ich natürlich immer da sein für euch. Danke für deine Zeit. Immer gern. Der Kleine schläft gerade ein bisschen. Also habe ich gedacht, ich komme spontan ein bisschen live für euch. Ja, das habe ich auch gedacht. Rosenquarz. Genau, Rosenquarz. Ich habe Rosenquarz zum Beispiel bei all meinen Computern, Fernsehgeräten und eben versuche wenigstens einen kleinen Rosenquarz auch in der Nähe haben, wenn ich das Telefon benutze. Vor allem über längere Zeit. Leo, hallo Liebs, Sally. Und ihr dürft mich also wirklich alles fragen. Und ich kann natürlich auch die Energie lesen. Das mache ich auch regelmäßig. Also Aura, Energie. Energie ist etwas anderes als die Aura. Energie ist eigentlich das, was die Aura macht, oder? Und das ist etwas, wo eigentlich Wurzeln ist, kann man sagen. Die Energie kommt aus den Chakren. Das alles aber ergibt dann schlussendlich die ganze Aura, oder? Also Aura ist eigentlich sehr vage und oberflächlich. Und wenn man in Details hineingeht, dann hat man die verschiedenen Chakren und von dort aus kommt verschiedene Energie raus. Was habe ich denn für eine Energie? Also schauen wir mal, wie das heute aussieht. Also. Du hast eigentlich eine sehr gute Energie, sehr fließend. Ich sehe jetzt kaum Blockade, aber ich sehe, dass ein bisschen etwas dein Herzchakra bedrückt. Das ist schon, es ist so wie so ein kleines Nervositätsgefühl. Es ist etwas, wo so wie die Energie ein bisschen reindrückt, dass es wie nicht frei atmen kann beim Herzchakra. Beim Herzchakra bedeutet, wenn das so ist, Enttäuschungen der Liebe vor allem, Misskommunikation, verletzt worden sein, Betrug, so ein bisschen so, oder? Harte Worte gehört von jemandem, wo gern hast, oder? Das sind Sachen, wo das auslösen können. Und das ist etwas, wo du ja, eigentlich bearbeiten kannst, auch wenn wir schon dabei sind, mit dem Rosenquarz. Indem du einen Rosenquarz dort drehst auf dem Herzchakra und indem du das einfach loslässt und schön durchatmest und dich darauf konzentrierst, dass das Herzchakra wie so ein kleines Fensterchen aufgeht. Hallo, liebe Sumia.
Ja, du hast etwas wegen dem Job gesagt. Was hast du nach dem gesagt? Das ist aber das Problem. Schau, meine Liebe, Beju. Meine Lives sind nachher immer auf dem YouTube. Und dann kannst du nachschauen, wenn du etwas verpasst hast, wenn es bei dir stocken tut, oder? Weil das Problem ist, ich kann da im Live muss ich schnell sein, oder? Und ich weiß nicht, wenn es bei dir genau ausgehängt hat. Ich wiederhole mich ungern, darum tun wir sie aufzeichnen. Vor allem, wenn ich channelen tue, oder? Ist das sowieso im Moment, oder? Und normalerweise behalte ich auch nicht im Gedächtnis die Informationen von den Leuten, einfach weil es ist schon in Privatsphäre. Ich bin nur in dem Moment so der Kanal, sehr oft. Ich versuche mir nicht, eure Infos zu merken. So. So, mir ist schon cool. Ich würde mich freuen, wenn du auch meine Energie anschaust. Vielen Dank. Also, sehr gern, liebe Sumia. Also, ich sehe, dass deine Energie schon viel besser geworden ist. Am Kronenchakra tut es noch ein bisschen stocken. Aber was ich vor allem interessant finde, ist es nicht unbedingt positiv, gell? Ist, dass deine Energie noch nicht ganz nach oben fließt stark. Manchmal flieht sie wie ein bisschen nach unten und kehrt sich um. Und das ist etwas, was dich, es kann dich wie träge machen, müde, es kann dir Energie entziehen anstatt geben. Und das ist wie so ein Ping-Pong-Ball, so. Manchmal ist es so, manchmal ist es so. Und vielleicht bemerkst du das auch, dass du mal Tage hast, wo du dich voll fit fühlst, oder? Und viel machen willst und voll motiviert bist. Und andere Tage, wo du dich voll niedergedrückt fühlst und einfach nur schon, wenn du aufstehst am Morgen nach dem Schlafen, auch wenn du gut geschlafen hast, einfach dich müde fühlst und so, auch emotional. Und das kommt von dem. Ja, das müssen wir unbedingt mal anschauen. Spannend. Super, danke. Janin, hoi Susan, kannst du mir bitte drei Karten für April und drei Karten Mai vom ägyptischen Tarot ziehen? Wie emerigen wir, wenn wir uns im April und Mai sehen werden? Danke, ja, sehr gerne. Also Leute, das ägyptische Tarot, das ist exklusiv nur für Abonnenten. Es lohnt sich also mit so einem kleinen Abo, sowieso. Meine Zeit ist wirklich immer busier. Und da könnt ihr also wirklich sparen. Du dürft ihr mir immer auf dem WhatsApp schreiben. Und drei Karten. Tiririri. So. Also gut, schauen wir uns das mal an. April, Mai und allgemein. Also, April wäre besser. Im Mai hat er mehr den Fokus auf finanzielle Sachen und Business und wird nicht so offen sein und nicht so aufmerksam sein. Das heißt, April ist eigentlich die viel bessere Energie, wo da alles möglich ist. Vor allem, wenn du mit deiner Energie richtig umgehst und deine Zwillingsseele auch mithelfen lässt und seine. Kann das echt gut rauskommen. Also jetzt musst du die Herausforderung musst du jetzt annehmen. Er hat jetzt lang dumm da und sich blockiert und allgemein Blockaden und Probleme. Wenn du aber jetzt wie deine Fähigkeiten, die du ja auch trainierst und Sachen, die du lernst, spirituell nutzen tust richtig, kannst du ihn positiv beeinflussen. Und nochmal, und das ist schon mal gekommen, wenn ich mich recht erinnere, er will unbedingt der sein, der das Zepter in der Hand hat. Er will der Chef sein. Er will der Dominant sein. Er will den ersten Schritt machen. Und daher wird seine Reaktion vor allem sein, dass wenn er spürt, ah, okay, ich darf der Mann sein, ich darf den ersten Schritt machen, ah, die ignoriert mich, dann wird er viel eher auf dich zukommen. Wie spürt, dass deine Energie auf ihn fokussiert ist und du wie Erwartung hast, dass er auf dich zukommt. So, ich habe es jetzt ganz präzise ausgedrückt. Der Rat ist wirklich Gold wert. Versuch das, liebe Janine. Und gib mir unbedingt Bescheid, was passiert ist. Ja, das stimmt total. Ja, liebe Sumi, ich spüre es bis hier. Ja, ich habe eine Frage. Mein Bruder ist vor 2 Jahren gestorben. 4 Monate später habe ich rechts Ohrgeräusch gehabt. Ist es er? Also, look.
Es gibt gewisse Sachen, wo Ohrgeräusche von so Sachen kommen, aber normalerweise läuft es etwas anders ab. Mit Gerüchen, mit Wärme, mit einer Präsenz spüren, mit inneren Bildern, so wie telepathisch. Mit Sachen, die erscheinen im TV oder auf der Straße, die sie gerne hatten, so mega zufällig. Und ansonsten wollte ich auch einfach nochmal sagen, egal ob jetzt da, TV, egal wo ich arbeite, wenn es um Verstorbene geht, um Kommunikation, oder Babyseelen, wo noch nicht da sind, also Menschen, die Schwangerschaftswünsche und so Sachen haben, das mache ich nicht vor Publikum. Schreib mir bitte aufs WhatsApp, wenn du da noch ausführlicher drüber reden willst. Hey, danke vielmals für die Rose, das ist lieb. Hoi Bella, wie geht's dir? Solana, mir geht's super. Und wie geht's dir? Könnte ich auch noch für April, Mai eine kleine Legung bekommen? Das wäre so lieb, vielen Dank. Natürlich, sehr gerne, liebe Sumia. Also, April und Mai, bei dir ist natürlich dann der Fokus du bei der dritten Karte. Also, April, Mai, du. Ha, okay, interessant. Also, als erstes, im April hast du sehr gute Chancen, wenn du da ein bisschen deinen Verdienst aufpeppen willst. Wenn du schauen willst, dass du da weiterkommst, Weiterbildung oder vor allem aber auch bei Jobsuche, Jobinterviews, und versuchen Verkauf, auch etwas verkaufen und zu Geld kommen, wird das vor allem die beste Energie dafür im April sein. Im Mai wirst du sehr viel mit den Elementen zu tun haben. Du wirst also dich darum kümmern müssen, auch dass du körperlich weiterkommst. Fitness und sowas wäre zum Beispiel gut, wenn du Wellnessferien machen möchtest, ist Mai dafür perfekt, oder? Auch wenn es nur im kleinen Kreis ist, muss ja nicht viel ausgeben oder so. Und wichtig hier im Allgemeinen in dieser Zeit wird sein, dass du unbedingt dich schützen tust vor Aggressionen von Männern in deinem Umfeld, zu viel Dominanz, deinen freien Willen beschneiden wollen und dir sagen, was du zu tun hast und zu lassen hast. Das ist ein bisschen das Thema, oder? Und das ist wie bei dir, in dir. Und das musst du raulen und dir sagen, was du zu tun hast und zu lassen hast. Das ist ein bisschen das Thema, oder? Und das ist wie bei dir, in dir. Und das musst du raulen und das andere über dich bestimmen. Solana, Nathalie 26, was wette? Safe 29 von mir. Okay, jetzt schauen wir mal. Oh, okay. Also los. Der Safe hat ein bisschen gewisse Ängste. Er ist interessiert an dir, Solana, aber aus irgendeinem Grund schüchtern ist ihn auch ein bisschen ihm. Vielleicht ist er nicht so selbstsicher, vielleicht kommst du aber auch so rüber, als hättest du halt einfach viel Verehrer und bist nicht so überzeugt von ihm, ja. Und da musst du ein bisschen ins Opfer bringen. Das heißt, du musst schauen, dass du gewisse Sachen bei dir überwindest, dass du vielleicht auch gewisse Sachen sogar lässt, wo eigentlich ihn ein bisschen abschrecken tun. Sag, dass ich zum Beispiel viel rausgehe, viele männliche Kollegen habe. Das musst du dir einfach bewusst sein, dass wenn du mit ihm etwas haben willst, dann wirst du müssen Opfer bringen, damit er sich wohler fühlt. So einfach ist das. Das braucht es einmal halt, oder? Gibt halt so Menschen, liebe Leutlis. Ja, Black Clover, hallo, so, wie geht's dir so? Ja, super, und wie geht's dir? Ja, dann kannst du bitte noch mit dem ägyptischen Tarot schauen, was seine ZS-Sophie von dir möchte. Botschaft, ja, sehr gern. Das mache ich natürlich sehr gern. Dafür brauche ich eigentlich die Karten nicht, aber. Also. Ha, okay. Gute Bestätigung. Die Stärke.
Guck, er soll in seine Stärke kommen. Er ist geschwächt, er ist blockiert, es geht ihm nicht gut, oder? Sie möchte, dass es ihm gut geht. Wenn du vor allem das auch mit dem Zähmen hier vom Löwen beachtest, dann macht es eigentlich sehr viel Sinn in diesem spezifischen Fall, oder? Und hier hast du halt nochmals, dass er wirklich in seine männliche Energie kommt und vor allem auch, dass er diese Dominanz, die er ja möchte, auch auslebt. Das haben wir ja vorher schon gesehen, oder bei ihm. Sie möchte, dass er eigentlich wirklich diesen Schritt auf dich zugeht. So einfach ist das. Sie möchte, dass das mit euch funktioniert, weil sie würde an Stärke gewinnen mit ihm zusammen durch diese Beziehung. Walter van Bike Funkhauser. Ich habe keine Ahnung, was du gerade gesagt hast. Kannst du bei mir auch mal Ihre machen, bitte? Ich verstand deine Frage nicht. User 2333. Was meinst du genau? Ich habe verschiedene Sachen jetzt eben gemacht. Darf ich fragen, wie mein drittes Auge gerade aussieht? Okay, ich schaue mal, CEO Black Clover. Interessant. Nach links ist es mehr geöffnet als nach rechts. Weil ich weiß, man sagt immer das dritte Auge, aber es sind zwei. Wir haben zwei physische und zwei spirituelle Augen. Vor allem, wenn ihr ja auch bedenkt, hey, Zwillingsseele, oder? Und interessant ist, dass das linke Auge natürlich das von deiner Zwillingsseele darstellt, die spirituelle Sicht, und das rechte, deine biebliche Sicht, Perspektive. Und das ist nur ein bisschen blockiert. Das hat natürlich damit zu tun, dass du einfach weiterhin noch an dir schaffen musst, um wie deine Weiblichkeit so sehen, wie sie ist, im neuen Licht sehen, oder? Und akzeptieren, so wie du bist. Du musst gewisse Sachen anschauen, wo du eher ein bisschen wegschaust, so aus Gewohnheit. Und dann wird das von selber sich gewöhnen aufgehen. Kein Problem, mache ich gern, Leo, sehr gern. Hallöchen, Amira. Darf ich für den Mai auch eine kleine Legung bekommen mit ägyptischem Tarot? Natürlich. Also, Mai-spezifisch, okay. Das nehme ich jetzt wunder, da ich ja dann auch in Ägypten sein werde. Ha, ich habe es gewusst, ich habe es gerade gespürt. Die Sonne, schau dir mal. Also. Nicht wackeln. Also. Als allererstes, im Anfang vom Mai, wird die Energie um sie von Naivität und du musst ein bisschen aufpassen vor schlechte Menschen auf dem Weg, die versuchen, dir eine Falle zu stellen, vor allem im beruflichen Bereich. Aber auch im privaten. Leute, die versuchen, dich ein bisschen fehlleiten. Das sind dann vor allem Leute aus dem privatesten Bereich, also Familie, nähere Freunde, so. Also. Das ist am Anfang. Nachher wird das Ganze aber sehr gut rauskommen, nämlich in Perfektion von deinen Fähigkeiten und Kontrolle über dich selber und dein Umfeld und die Energien. Und schau mal da. Die Sonne zeigt dir, dass du eigentlich fähig sein wirst, die Energie aufzunehmen, wo du wirklich brauchst für deine spirituelle Weiterentwicklung. Wundert mich natürlich nicht. Schau mal den Kontrast. Wegen dem Amulett. Ich werde ja im Mai, in der zweiten Hälfte, werde ich in Ägypten sein und unter anderem dieses Amulett machen. Und ich werde übrigens das auch aufladen am Dendera-Tempel, also einer von den mächtigsten Tempel, wo es gibt. Wo übrigens Original Sternzeichenrad aus Stein ist. So, kommt gut raus, kommt gut. Darum bin ich neugierig gewesen, oder? Und das sieht man mega klar. Amira, kannst du bitte erzählen, warum Petra mich nicht gemocht hat und mir nicht helfen wollte? Also, ich glaube, ich hatte dir schon mal im letzten Live gesagt, dass das Problem ist nicht, dass sie dich nicht mochte. Das Problem ist bei ihr und sie hat persönliche Themen, die eigentlich so nicht direkt mit dir zu tun haben. Klar kann es mal so rüberkommen, als seist du quasi ihr Problem. Aber
Weißt du, nimm es nicht persönlich, lass es einfach los und dann gibt es vielleicht eine Chance, dass ihr euch danach besser versteht, wenn du versuchst, wie ihre Situation aus einer anderen Perspektive zu sehen. Das ist das, was die geistige Welt vor allem hier gerne dir sagen möchte, oder? Es ist nicht alles so, wie es scheint. So, mir. Schade, hat die ganze Legung übergehangen, aber ich schaue es mir später auf YouTube an. Danke, Susan. Oh, was ist denn hier los heute? Sollten ja nicht so viele da. Sunshine, hi. Elosin, hoi, Sally. Rosendiamant, wann circa siehst du wieder Kontakt? Und wieder Kontakt? Ich habe die Fragen nicht wirklich mitbekommen. Und seht ihr da, seht, es ist eigentlich egal, ob ich jetzt einen Namen oder was auch immer mitbekommen habe. Ich schaue einfach die Person, wo du jetzt gerade im Kopf hast, oder? Also. Wenn man so Sachen wirklich kann, braucht man keine detaillierten Daten von Leuten. Einfach so als kleiner Tipp an euch, damit ihr Fakes erkennen könnt. Also. In den nächsten 2 Monaten mal sicher nicht. Du wirst ein bisschen Geduld haben müssen, aber umso, sagen wir mal, umso schöner das Wetter wird. Das heißt, umso mehr wir in den Sommer reinkommen, umso mehr da auch die Energie sich ein bisschen auflöst und schöner wird, von der Natur aus, oder? Umso mehr wird der Kontakt wieder zustande kommen. Also entspann dich einfach und ein bisschen Geduld. Mir geht es auch sehr gut. Merke, den Frühling tut mir gut. Super. Elusin, siehst du, ob ein neuer Mann auf mich zukommt? Ja, schauen wir mal. Ich habe es gewusst. Also, schau. In dem Fall geht es nicht um Kind per se, in dem Fall geht es um dein innere Kind. Das innere Kind symbolisiert sehr viel. Es ist eine bestimmte Energie. Es geht darum, sich freuen. Es geht darum, wie ein bisschen losgelöst sein von Sorgen. Es geht darum, auch ein bisschen spielerisch vorgehen und offen sein. Und du musst da aber wirklich dran arbeiten, damit ein neuer Mann auf dich zukommen kann. Und da wirst du dann aber auch in eine feste Beziehung kommen durch das. Kann sogar aber auch in dem Fall eine Andeutung sein, dass der Mann, den du kennenlernst, Kind hat. So. Und es gibt auch die Energie, also die Chance, dass ihr natürlich auch miteinander Kind haben könnt dann, oder? Dafür ist immer gut, wenn es passt zwischen zwei Menschen. Versucht nie Kind mit jemandem zu haben, wo ihr nicht sicher sind. Werde ich Ausbildung Ende Monat machen. Also User 2, 3, 3, 3. Schauen wir mal Ende Monat, Ausbildung. Ha, interessant. Spannend. Okay, das ist jetzt sehr spannend. Ich habe es jetzt vor euch gemischt und schaut mal, wie die Karte auch wieder rausgekommen ist. Also bei dir, du musst die Ausbildung machen, aber eigentlich solltest du schauen, dass du mit dem Thema Kind arbeiten tust. Dass du mit dem inneren Kind, aber da jetzt auch spezifisch mit Kind arbeiten tust oder jungen Menschen. Und du wirst müssen etwas hinter dir lassen, damit das funktioniert. Jetzt aber. Jetzt aber. Moment, ich komme gerade. Oder bist du jetzt wieder ruhig? Hast du dich beruhigt? Nein, also. Ist sie friedlich und meint es gut, in mir nichts Böses, weil sie so präsent seit Tagen ist. Sie meint es überhaupt nicht böse, aber du musst verstehen, sie ist gestresst, weil ihre Zwillingsseele, der M, halt sehr schwierig tut und auf einem dunklen Weg ist, der ihm nicht gut tut und somit eben auch ihr. Also ist es wie so eine Verzweiflungsenergie, ein bisschen aggressive, die du wahrnimmst. Das ist aber nichts Böses. Da kannst du dich drauf verlassen. Keine Sorge.
Schon für April schauen. Ach, das ist jetzt interessant. Schauen wir mal, jetzt ist schon März. Wie sieht es im April aus? Aha, okay. Interessant. Schau, wenn ich das so sehe, jetzt hintereinander, muss ich sagen, und du sagst allgemein, du wirst ein bisschen Geduld haben müssen, wenn du eigentlich den richtigen Job finden willst, wo wirklich zu dir passt. Und wie gesagt, mit jungen Menschen schaffen. Wart noch ein bisschen ab. Vielleicht ist Mai oder Juni sogar besser. Ich weiß, schaffen ist eine wichtige Sache. Aber du kannst auch nicht einfach bei etwas zusagen, wo nicht wirklich sicher bist oder dich wohlfühlst. Sonst kommt es dann einfach schlecht raus. Und von sowas kann man auch ein Burnout haben. Und das ist dann auch nicht gut. Auch wenn man ein bisschen etwas verdient. Nachher, wenn Burnout, kann man teilweise jahrelang dann nicht arbeiten, oder? Sunshine, hallo Liebes, siehst du, ob wir bald eine neue Wohnung in der aktuellen Verwaltung bekommen? Danke. Ha. Okay, spannend. Schauen wir mal mit der Astrokarte an. Ja, solange ihr eigentlich ein bisschen auch gewisse Methoden jetzt anwendet, das heißt, versucht euch ein bisschen das visualisieren. Versucht sehr freundlich zu bleiben. Versucht keinen Druck zu machen in dem Sinn. Und versucht wirklich in eine Selbstsicherheit hineingehen, dass das klappen wird und euch das wie bildlich vorstellen. Umso detaillierter und Gerüche und alles, umso besser könnt ihr das wie manifestieren. Die Energie hilft im Moment da. Das wird klappen. Clover. Okay, das werde ich machen. Mit dem PDF kann ich das gut machen, wo du geschickt hast. Danke vielmals, liebe Susan. Immer gern. Ja, stimmt, ist sicher wegen dem. Ich weiß schon, wer die Leute sehen, dass das sein könnten. Das ist gut, das ist wichtig. Darf ich noch als letztes eine Engelsbotschaft haben? Ja, liebe Sumia. Interessant, also der Erzengel Samuel ist jetzt der, der heute vor allem vortritt. Das rosa Licht, ganz, ganz stark. Und da geht es einfach darum, Selbstliebe, oder? Ist ganz wichtig für dich und deine Zwillingsseele jetzt zum weiteren Schritt. Und auch dir selbst vertrauen und Geduld mit dir haben und für dich einstehen. Du musst deine Selbstliebe verstärken. Und du kannst diese Energie vom Erzengel Samuel, der Liebeserzengel, kannst du annehmen. Es ist wie ein rosa Licht. Atme es richtig ein, lass es deine Aura füllen, meditiere damit. Er wird dir helfen, er wird es auf dich übertragen. Das ist ein schönes Geschenk, wenn man von einem Erzengel direkt eine Energieübertragung bekommt. Ja, ich weiß, Amira. Darf ich auch noch fragen, wie April wird mit dem ägyptischen Tarot? April, natürlich. Bisschen schlaft, aber ab und zu, ich weiß auch nicht, träumt er etwas. Seht ihr? Da habt ihr den Beweis für die Energien, die ich gerade gesagt habe, und wegen der Träume. Der Kleine spürt es auch. Okay, April. Schicksal. Ha, sehr interessant. Du könntest schicksalshafte Begegnungen haben im April. Du könntest schicksalhafte Entscheidungen treffen müssen, was Finanzen betrifft. Und da also wirklich einen Gewinn machen. Also achte auf die Chancen, die dir entgegenkommen im April. Unbedingt CO Black Clover. Okay, danke schön. Amira Pestra ist dafür ausgebildet zu helfen und ich frage mich, warum sie mich nicht mochte und nicht helfen wollte. Ja, siehst du, wenn du sagst, es ist ausgebildet zum Helfen, dann hat sie es ja sicher nicht böse gemeint, oder? Vielleicht war sie nicht so gut ausgebildet in deinem spezifischen Fall oder sie hat halt einfach viel zu tun. Kann auch sein, dass irgendetwas nicht angekommen ist. Also es ist wirklich nicht persönlich, okay? Wenn du sagst, sie mochte mich nicht. Das stimmt nicht. Das ist nicht das Problem.
Dann siehst du mit dem ägyptischen Tarot einen Umzug in diesem Jahr bei mir. Wie wird der Sommer werden? Ah, okay, Umzug. Ist doch schön, wo du bist. Aber schauen wir jetzt mal. Der Sommer wird sehr speziell, liebe Janine. Sehr speziell. Auch sehr schön. Also. Ho. Ho. Okay. Also, als allererstes sehen wir den Herrscher. Da geht es natürlich darum, dass du eigentlich nicht unbedingt umziehen solltest im Moment. Also in diesem Jahr eigentlich eher nicht. Und die drei der Schwerter deutet halt darauf hin, dass gewisse Herausforderungen dieses Jahr auf dich zukommen. Du wolltest ja vor allem über den Sommer spezifisch wissen. Es kann sein, dass jemand Probleme macht. Kann auch aus dem Beruflichen sein. Es geht nicht um den M. Und hier Königin der Münzen, da geht es, denke ich, eventuell um deine Selbstständigkeit oder allgemein deine Arbeit, oder? Dass da jemand irgendwie Probleme eventuell versucht zu machen. Da musst du echt aufpassen, weil hier haben wir das Gericht. Das kommt eigentlich eher selten. Das Gericht bedeutet wortwörtlich, dass es Prozesse und sowas Rechtliches sein kann und darin ausarten. Es kann aber auch sein, dass es hier um Karma geht, das sich dann wie abschließt. Karma kann positiv und negativ sein und bedeutet halt auch, dass wenn man gewisse Dinge im vergangenen Leben nicht hinbekommen hat, auch wenn man unschuldig ist, im Sinn von man war das Opfer, man ist zum Beispiel nicht für sich eingestanden, dass Herausforderungen nochmals kommen, damit man lernt, für sich einzustehen. Also pass hier ein bisschen auf. Da gibt es Neider, die wollen dich finanziell irgendwie angehen. Ja? Also ich wäre dankbar, wenn du vielleicht drauf gucken kannst. Das habe ich ja schon, lieber Amir. Okay, danke dir, Elusin, immer gern. Siehst du einen Jobwechsel in diesem Jahr bei mir? Schau es mir später an, weil ich arbeiten muss. Ja, Jobwechsel, das kann sehr gut sein bei dem, wovor herausgekommen ist. Da muss ich nicht einmal noch einmal ziehen. Siehst du eher M oder eine neue Energie auf mich zukommen in diesem Jahr? Dafür nehmen wir das Liebestarot. Also, let me see, let me see. So, und anderes. Spannend. Okay, es kommen schon andere auf dich zu, aber du bist verschlossen. Du bist verschlossen anderen gegenüber. Und dem M gegenüber bist du aber offener. Du möchtest, dass diese Sache auch funktioniert. Du bist bereit, Opfer zu bringen. Du hast Geduld. Du bist immer noch in dieser Energie. Und du sagst in diesem Jahr, also in diesem Jahr bist du immer noch in dieser Energie, deckt sich auch mit den anderen Legungen. Was andere betrifft, da sieht man ganz klar, dass du nicht bereit bist, dich ihren Energien überhaupt zu öffnen und dass du hier in der Unabhängigkeit bleibst. Spannend. Eigentlich das, die Unabhängigkeit. Genau das, was du bei M eigentlich anwenden solltest. Darf ich fragen, ob ich an dem anderen Standort mehrere Karrieremöglichkeiten haben werde? Anderer Standort. Sagen wir es mal so, Vision ist wichtig. Es geht nicht um den Standort, es geht eigentlich um deine Vision und wie du parat bist, das Beste rauszuholen aus deinem Beruf. Das Göttliche hat da natürlich auch etwas mitzuentscheiden, weil es geht um deinen Lebensplan und dass du deinen Lebenspartner auch kennenlernst. Also sollst du dich eigentlich führen lassen, was das betrifft. Und es wird ein bisschen dauern. Es könnte nämlich auch ein bisschen, wie sagt man das, Rückschritte geben
oder Hindernis, genau, Hindernis ist das Wort, das ich gesucht habe, auf dem Weg. Und darum ist wichtig, geh viel voraus jetzt auch, bei diesem schönen Wetter, und tun regelmäßig deine Energie reinigen, damit nichts Negatives anhaftet tut an der Aura von anderen, wo dann wiederum bei der Manifestation negative Resultate verursacht. Das ist alles. Und schaffe deiner Vision, halte sie ganz klar und definiere, was will ich beruflich, und dann wirst du das auch bekommen. Melli, hoi hoi Liebe, geht's bei mir bald mal bergauf in der Liebe und finanziell warten aufs Erbe seit 2 Jahren. Das sind natürlich schwierige Themen, gell? Also, Liebe. Ja, schau mal, Liebe, kann ich dir schon mal eine gute Nachricht geben. The Builder Victory. Du wirst etwas aufbauen können mit jemandem, der wirklich will. Also, der wirklich eine Zukunft will, der etwas Ernstes will, der zusammen ein gemeinsames Leben und Zukunft aufbauen will. Und du wirst da wirklich in Sieg hineinkommen. Vor allem eben auch eine sexuelle Ebene. Also, wir reden nicht von Freundschaft oder so oder platonisch, sondern wirklich auf der sexuellen Ebene. Das kommt gut. Es kann sich sogar um Familiengründe und so handeln. Das ist gut. Da kommt jemand wirklich ganz, ganz Tolles auf dich zu. Was Finanzielle angeht, so ist das halt eben, wie gesagt. Wisst ihr, wenn man sich eigentlich sagt, hey, ich bin reich, ich habe alles, was ich brauche zum Leben, dann ist man auch reich, auf der spirituellen Sicht, oder? Geld, oder, hat eigentlich keine Energie. Es ist nur eine Illusion, die wir haben. Wir haben Papier genommen, wir haben Zahlen draufgeschrieben und wir haben eine Illusion drauf projiziert, nämlich das ist 10 Franken, das ist 100 Franken und das ist etwas, was in der spirituellen Welt nicht existiert. Oder? Also auch da wieder, oder? Wenn ich schaue wegen der Finanzen, sieht man eigentlich nur, du sollst an dich glauben. Das heisst, ganz klar, finanziell wird es bei dir besser durch den neuen Partner. Teilen von Sachen, weniger Kosten, zum Beispiel Miete, wenn ihr da gewisse Sachen teilt und ja, er halt auch Geld in die Beziehung mit ihnen bringt und gut verdient, dann wird es bei dir besser finanziell. Oder? Und ich sage nicht, du wirst abhängig oder so, aber das ist vor allem das. Und was Erbe betrifft, wo du ansprichst, das ist eine eher komplizierte Sache, wo du Geduld wirst müssen haben und vielleicht noch ein bisschen kämpfen. So, Black Clover, okay, das werde ich machen. Danke vielmals, weil das spüre ich auch von mir. Okay, da bin ich erleichtert, dass sie kein persönliches Problem hatte. Ja, das kannst du auch, oder? Es ist nicht immer persönlich gemeint, ja? Darf ich noch fragen, ob mein Chef das Ganze jetzt manipulieren wird, bitte mit ägyptischem Tarot, weil ich habe so ein komisches Gefühl dabei. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, also. Das deutet natürlich darauf hin, haben wir vorher bei dir auch schon gesehen gehabt. Und wegen dem Anfang vom Mai, oder? Also um das herum jetzt, die nächste Zeit musst du echt schauen, ja, wegen deinem Chef. Er scheint das Krokodil zu sein, wo versucht, dich und deine Gutgläubigkeit, sage ich jetzt mal, deine Naivität auszunutzen, um da manipulieren. Und es geht effektiv um finanzielle Sachen, also beruflich, finanziell. Und daher kann ich deine Frage mit Ja beantworten, leider. Sollte ich den Kontakt zu meiner toxischen Mutter abbrechen? Amira. Also, ziehe jetzt mal hier mit diesen Tempelkarten eine Karte für dich, weil das ist ein wichtiges Thema. So. Vollkommenheit. Also, du sollst dich eigentlich auf das, du siehst du es. Man kann es nach gut fotografieren, so Screenshot und so. Es geht hier um positive Energie und dass du die negative Energie nicht an dich ranlässt. Du sagst toxische Mutter, oder?
Aus irgendeinem Grund ist das in deinem Lebensplan so geraten, damit du eigentlich lernst, genau das hier zu stärken. Also richte deinen Blick auf das Positive und Gute aus und nicht auf das Negative. Kurz gesagt, ja, also Kontakt abbrechen, ich würde es so sagen. Distanziere dich von ihr und distanziere dich von ihrer negativen Energie. Halte aber auch die Türe einen Spalt offen, wenn sie positiver auf dich zukommen kann, und so wirst du sie beeinflussen können. See, Black Clover, es sieht so aus, ja. Es sieht so aus, als wäre die Energie von deinem Lebenspartner im April eben schon da. Magdalena, werde ich mein Studium erfolgreich bestehen? Also gut. Studium? Ja. Eindeutig. Eindeutig, da steht dir nichts im Weg. Schön vorwärts machen, Vollgas gehen auch, oder? Mit dem Lernen. Und dann wird das super rauskommen. Amira, und wieso steht sie mir extrem im Weg? Also meine Mutter. Das ist in deinem Lebensplan. Das kann mit vergangenen Leben zu tun haben und Blockaden, die da entstanden sind. Ich sage es jetzt mal direkt, was ich hier wahrnehmen kann, ist, dass du in einer Position warst als Mutter in einem früheren Leben, wo du ein bisschen im Weg gestanden bist. Und darum muss es jetzt umgekehrt wie auch passieren, damit du etwas daraus lernen tust. Es ist nicht immer einfach, wenn wir Lektionen aus vergangenen Leben mitnehmen in diesen. Und man muss immer sehr ehrlich zu sich sein und auch bereit sein, eigene Fehler zu sehen und zu überwinden. So, du warst kontrollierend, du hast wie deine Kinder nicht selber wirklich entscheiden lassen und du meinst, es ist nicht böse. Aber bei ihnen ist es halt so rübergekommen, als würdest du ihre Freiheit beschneiden. Und das ist genau das, warum karmisch gesehen dies in deinem Lebensplan steht und warum es nicht das Richtige wäre, den Kontakt abzubrechen, sondern versuche damit zu arbeiten und das zu überwinden. Kannst wegen der Energie bitte noch kurz schauen, wie im Herzchakra zu mir eingestellt ist. Danke. Also, wegen der Energie schauen wir doch. Da schauen wir doch mal. Guck mal. Also, eigentlich, du sagst das Herzchakra und du hast jetzt Herzchakra gesagt, nicht Bewusstsein darüber. Und wir haben ja immer wieder Legungen gemacht und guck, jetzt bestätigt sich nochmals, das ist eine riesen Liebeskarte, da geht es um Gefühle, guck, da geht es eigentlich um eine vollständige Liebesenergie, um das Erkennen von Wiener Seelenverwandtschaft, einer gewissen Nähe, die einzigartig ist. Eine Qualität der Verbindung, die anders ist als bei anderen Menschen. Krass, oder? There you go. Kannst gerne nachschauen, was das bedeutet, wenn bin ich glaubt. So, echt krass. Oh, Amira, warum redet die anderen aus meiner Klasse nicht mit mir? Denke, sie will nicht mit ihnen. Denken Sie, ich will nicht mit Ihnen reden? Ja, meine liebe Amira. Ja. Du scheinst unnahbar. Tu dich jetzt ein bisschen öffnen. Tu dich nicht so zurückziehen in dir, in dich rein. Weißt du, so, es ist wie die Energie. Man merkt, ist ein Mensch wie energetisch offen oder wie so ein bisschen verschlossen. Und wenn du da ein bisschen mit Selbstvertrauen rangehst und sagst, hey, ich bin offen, mit den anderen zu kommunizieren und die wie an mich ranzulassen, dann wird das schon gut rauskommen mit der Kommunikation und sich verbessern. Dein Gefühl täuscht dich aber nicht. Sie denken, dass du nicht mit ihnen reden willst. Exakt. Darf ich fragen, wie ich die Karrieremöglichkeit erkennen werde? Siehst du da was mit den Karten? Also, für das ziehe ich mal eine Tempelkarte für dich.
Und so wie jede Möglichkeit. Siehst du das? Nur bis 10. Es geht darum, wie du es erkennen wirst, wenn du merkst, hey, es stimmt von allen Aspekten her. Ich fühle mich 100% wohl, nicht 90%. Wenn du da auch ein bisschen auf Geistführer losisch mit denen verbunden bist und zusammen schaffst, unter anderem der Anubis. Du wirst es wie spüren, bis in den Körper rein. Hey, das ist genau das Richtige. Und unter anderem kommt das Gefühl, wie gesagt, eben auch durch die Führung, die du hast. So den Engel und so einmal genau leiten. Meli, das klingt ja mega schön, da kann ich mich freuen drauf, danke. Ja, definitiv darf ich noch fragen, ob es ein guter Weg ist für mich, das Reiki zu lernen, hat er dann im WhatsApp geschrieben. Okay. Auch da ziehen wir am besten eine Tempelkarte. So. Also. Ist das der richtige Weg für dich? Und was bringt es genau? Schau mal, bedingungslose Liebe. Bedingungslose Liebe, oder? Da gut, böse. Es geht eigentlich darum, die Dualität ein bisschen überwinden. Da haben wir wirklich negativ, positiv, oder? Bedingungslose Liebe ist etwas, wo die reinste Liebesenergie ist. Auch das, was man bei Zwillingsseelen zum Beispiel findet. Und übrigens, es ist genau die Energie, wo im Reiki man damit arbeiten tut, wo durch einen durchströmt als Reiki-Schüler, Meister, als Kanal für Reiki. Und es macht auch etwas mit einem. Es ist nicht wertend. Es ist nicht, hey, du musst so und so sein, damit ich dich liebe, sondern es ist einfach die reine universelle Lebensenergie. Und Lebensenergie und Lebensenergie ist eigentlich das Gleiche, wenn man in die höheren Sphären schaut. Und daher denke ich, dass das schon etwas ist. Ich suche das da noch Screenshot. So. Dass du da wirklich höhere Quellen anzapfen kannst durch das Reiki. Und für dich etwas Gutes tun und für dein Umfeld. Natürlich immer mit Fragen, gell? Für andere. Ja, dann habe ich das alles richtig gesehen und gespürt. Es wird schwer werden, da rauszukommen, weil ich weiß, er macht das mit Absicht. Ja, aber so ist es halt im Leben, gell? Da musst du halt einfach lernen, für dich einstehen. Das wahrscheinlich kommt mit einem Angebot um die Ecke, was er nicht einhalten wird, so wie immer. Wer hat sich jetzt schon beim Standort gewechselt eingemischt und tut so auf lieb und nett auf einmal, aber ich glaube ihm nichts mehr. Du kannst ehrlich sein, steh einfach für dich ein. Das ist das Wichtigste. Ich komme gerade. Also. Amira, Schuljahr. Schuljahr. Interessant, wieder dieses Thema. Schau, du wirst das Schuljahr schaffen, wenn du auch hier ein bisschen an deinem inneren Kind arbeitest. Umso besser wir uns fühlen seelisch, umso besser die Energie fließt und keine Blockaden da sind, umso besser ist die Konzentration und das Gedächtnis übrigens. Ist noch spannend. Und auch da, oder? Ich meine, das innere Kind übrigens ist auch die Regenerationsquelle, die uns jung hält, war der Grund, warum die Seele nicht altern tut. Und wenn man dies im Griff hat in diesem Leben hier, dann wird man auch weniger schnell alt und sieht länger jung aus. Und das gilt dann auch für das Gehirn, wo sich Sachen merken muss. Dein Gedächtnis und alles kann genau damit beeinflusst werden. Arbeite an deinem inneren Kind. Lasse die Sache, die ich vorher erklärt habe, aus dem vergangenen Leben hinter dir. Schaue, dass dein inneres Kind heilen tut. Darf ich noch als letzten fragen, ob mein Lebenspartner Single ist, wenn er auf mich treffen tut? Ja, das kann ich dir ohne Karte beantworten, ja.
Wir haben ja gesehen, ganz klar, er hat die Beziehung gerade beendet und er wird es verarbeitet haben schon, wenn ihr euch trefft. Er wird Single sein. Wow, wird er sich den Gefühlen jetzt mal stellen oder ignorieren weiter? Das ist eine gute Frage. Also dann schauen wir doch nochmals mit diesem. Wird er sie wieder ignorieren oder ausleben? Wird die Zwillingsseele etwas machen können, damit das zustande kommt? Ha, schon wieder. Du erinnerst dich? Ha? Ägyptischer Tarot, der Magier vorher, im gleichen Live heute. Also, es wird möglich sein, dass er in die aktive Tat hineinkommt und dass er seine Gefühle auslebt und denen folgt. Aber dafür braucht es eben ein bisschen Magie. Was bedeutet die Magie? Es bedeutet, mit deinen Fähigkeiten richtig umgehen und den Einfluss ein bisschen nehmen, um ihn wie aus der Reserve rauszulocken, aus dem Schneckenhaus. Und du hast noch die Mithilfe von seiner Zwillingsseele. Also ihr beide miteinander könnt da sicher den, sage ich jetzt mal, schwermütigen Gaul rausziehen aus dem Schlamassel. So. Nochmal, mit einem anderen Tarot, das ist der Schlüssel. Der Magier, die Magierin. Hallo, mein Name, Diana, 50 Jahre alt, getrennt, werde ich Danny 50 bei mir melden, bitte und danke. Ah, ob der Danny sich meldet, dann ja, schauen wir mal. Sodeli. Oh, da ist ein bisschen in der Angst drin. He? Die wird er aber ausgleichen. Eigentlich wäre es sogar sehr gut, wenn er sich melden würde für ihn und wenn er ein bisschen aus sich rauskommt. Okay. Er sagt sich, ich bin halt da realistisch, oder? Und erwartet halt nicht so viel aufgrund von vergangenen schlechten Erfahrungen. Was er eigentlich braucht, ist eine neue Vision. Wird also ein bisschen schwierig, Diana, muss ich ganz ehrlich sagen. Er will, es ist nicht so, dass er kein Interesse hat, aber aus irgendeinem Grund hat er Angstzustand aufgrund von vergangenen schlechten Erfahrungen in Beziehungen. Und daher ist er ein bisschen in einer Blockade drin. Da wirst du entweder viel Geduld haben müssen oder selber schauen, dass du irgendwie den ersten Schritt machst. Kann dann aber trotzdem sein, ich kann dir nicht versprechen, dass er dann auf dich zukommt. Es kann sein, dass er dann trotzdem noch zubleibt. Er muss unbedingt eine neue Vision erlangen. Und er ist auf dem Weg dazu. Aber das wird ein bisschen Geduld brauchen. Er muss wie können sehen, Moll, oder? Ich kann mir vorstellen wieder, ich kann wie wieder glauben, ein bisschen an die Liebe, und so springt es ja nicht. Oder? Solange er eigentlich so negativ eingestellt ist und sich erholen und ausgleichen will von dem, was er erlebt hat in der Vergangenheit, bringt es ja nichts, oder? In einer schlechten Stimmung sozusagen. Ist ein bisschen frustriert bei dem Thema. Okay, das ist gut, werde ich aber irgendwie das was lesen oder wird man mir was das vorschlagen? Also es kommt jemand auf mich zu. Mal schnell schauen. Ja, es kommt jemand auf dich zu, es ist nicht lesen. Es kommt jemand auf dich zu. Die Frage ist dann die neue Karriere bei mir in der Nähe oder weiter weg? Das ist natürlich eine sehr interessante Frage. Haha, spannend. Es ist in der Nähe von deinem Seelenverwandten, von deinem Lebenspartner. Da wir gesehen haben, dass er umzieht von weiter weg und da hier kommt, wie es aussieht, reden wir sicherlich von der Schweiz, könnte aber auch in der Schweiz theoretisch ein bisschen weiter weg sein. Es ist nicht ortsgebunden, es ist an das gebunden. Also, wenn er einen Schritt nach links macht, dann wirst du mehr nach links gezogen, wenn er einen Schritt nach rechts macht, dann wirst du mehr nach rechts gezogen, weil es ist an ihn gebunden und nicht an einen Ort. Sehr spannend. Melli, han Gänsehaut, dann freue ich mich und gehe den Weg mit dir. Danke. Sehr gern. Das freut mich immer, euch begleiten natürlich.
spüre ja schon lange eine positive Veränderung in dieser Verbindung, auch wenn direkt nichts passiert. Ja, liebe Janin, das spürst du auch richtig. Und es tut sich zum Glück auch etwas, weil es hat lang stagniert. Und ich habe das Gefühl, seit du es ein bisschen losgelassen hast und ein bisschen auf dich schaust, auch die Sache mit dem Reiki, wo wir gesehen haben, dass es etwas verändern wird, kannst du dich noch erinnern? All das spielt natürlich eine Rolle. Aber am allerwichtigsten ist deine Zusammenarbeit mit deiner eigenen Zwillingsseele. Das ist der Schlüssel. Da kann man Wunder bewirken damit. Nicht nur bei Beziehungen mit Seelenverwandten, sogar bei hartnäckig kaputten Beziehungen in der eigenen Familie zum Beispiel, wo schwierig sind. Das kann sich komplett ändern und heilen. Nur über die Zusammenarbeit mit der Zwillingsseele. Klar, es braucht ein bisschen Geduld und am Ball bleiben, aber Zwillingsseele ist so eine wertvolle Sache, wenn man weiß, wie man damit schaffen kann. Mir, oh mein Gott, das mit dem inneren Kind. Vielleicht sehe ich deswegen von außen sehen jünger aus als mein Alter. Ich glaube, wenn ich es heile, mein inneres Kind hat, werde ich zur eigenen Mutter, die ich gebraucht habe. Sehr, sehr, sehr schöner Gedanke. Sehr weiser und schöner Gedanke. Perfekt. Genau das ist es. Du hast es erkannt. Vor allem, wenn du diese Wunde bedenkst oder diese karmische Verbindung, Beziehung, Situation aus dem vergangenen Leben, wo du die Mutter warst, die zu kontrollierend war und zu viel Angst hatte um die Kinder und darum ihre Freiheit ein bisschen beschnitten hat. Das wird perfekt. Du hast es erkannt. Bleib wirklich genau in diesem Bewusstsein jetzt. Wie kann ich das mit Reiki am besten machen, um ihn zu mir zu lenken? Welche Übung, welches Symbol? Also, liebe Janin, was da vor allem wichtig wird, sie ist Seheki, nämlich emotionale Heilung und Schutz. Das ist etwas. Und das andere ist Sonar, wo es wirklich um so ein bisschen Karma-Heilung geht. Rauskommen aus dem Ganzen, angehen das Ganze, kannst du aber leider nicht wirklich also gegen seinen Willen für ihn verwenden. Du kannst natürlich über Zwillingsseele arbeiten. Also ich würde jetzt nicht auf ihn eigentlich das Reiki lenken, sondern auf seine Zwillingsseele. Da sie ja schon mit dir kommuniziert und alles. Und so geht es wie, wenn sie sagt mit dem freien Willen, ja, ich nehme das an, oder? Und du das an sie schicken kannst, das Reiki, dann wird es automatisch auch ihn beeinflussen, weil sie sind die gleiche Seele. Egal, ob er innerlich blockiert, seine weibliche Seite nicht wirklich richtig damit umgeht, etc. Völlig egal, es wird trotzdem wirken, ohne dass du den freien Willen angreifst. Das wäre so mein Rat. Seheki, emotionaler Schutz und emotionale Heilung. Es geht vor allem um das bei ihm. Amira, werde ich mit meiner Geschichte vielen Menschen helfen können? Was mögen meine Freunde am meisten an mir? Ja, du wirst mit deiner Geschichte vielen Menschen helfen können, wenn du dich dafür öffnest, oder? Wichtig ist aber, dass du bei dir zuerst lernst und arbeitest und was bei dir überwunden hast. Das kannst du immer als goldige Lektion sozusagen anderen Menschen dann weitergeben. Es gibt viele Menschen, die haben diese Problematiken, wie du sie auch kennst. Und das ist ja auch Sinn und Zweck, warum wir auf die Erde kommen und gewisse Lektionen nochmals und nochmals und nochmals lernen müssen, bis wir sie verstanden haben. Ja? Also, was mögen deine Freunde am meisten an dir? Ich sehe, du hast viel Humor. Du bist jemand, der auch trotz harten Erfahrungen über Dinge lachen kann, sehr leicht rüberkommt, sehr lebensfreudig, aber auch sehr stark. Also als du wirkst wie eine sehr starke Persönlichkeit auf deine Freunde und das finden sie inspirierend. Ja, Black Love, darf ich fragen, wer wird auf mich zukommen? Kenne ich die Person schon? Ich denke, du kennst die Person schon, ja. Es ist eine weibliche Person. Amira, wieso habe ich oft nur negative Menschen in meinem Leben gezogen, obwohl ich eine nette Seele bin. Weil du so rüberkommst, wie du rüberkommst, wollen diese Menschen bei dir Energie abholen. Negative Menschen ist mal so ein bisschen vage ausgedrückt. Ich sag's mal detaillierter. Es sind nicht unbedingt negative Menschen per se.
Es sind Menschen, die haben Blockaden, sie haben Probleme, sie brauchen Energie. Hm? Und dann werden sie eben von dir angezogen. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Ist das ein Witz, Mann? Hei, 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 wisst ihr, was jetzt gerade passiert ist? TikTok hat mich plötzlich darum gebeten, mitten im Live eine Verifizierung zu machen, indem ich so ein Puzzleteil überziehen muss und das Telefon hängen da so an einem Ständer und so, oder? Und das ist mega schwierig. Und ich sage, hey, was soll der Scheiß mit dem Live, während ich da am Channel bin? Also, nochmal. Entschuldigung. Amira. Ich habe gesagt, die negativen Menschen werden angezogen. Du sagst, vage negative Menschen, aber eigentlich sind es Menschen, die halt teilweise auch arm dran sind. Sie haben keine Energie, sie sind verzweifelt, sie sind darum auch negativ und wollen diese Energie bei dir holen. Darum ziehst du sie an. Danke vielmals, das hört sich auch logisch an. Was zusammenkommt, wird zusammenkommen. Genau, Sio Black Clover. English Spirit, hey Liebe, wird mein zukünftiger in der Nähe wohnen oder weiter weg, anderer Kanton? Na, dann schauen wir mal. Dann schaue ich am besten mit denen. Also in der Nähe. Es wird ein Kanton sein, wo genau neben dem ist. Wird der Kanton sein, der genau neben dem ist. Definitiv. Die Energie ist schon da. Er steht also wirklich gerade eigentlich vor der Tür. Es kann gar nicht mehr lange gehen, bis ihr euch über den Weg lauft. Also schön entspannen und aufmerksam bleiben. Das ist natürlich wichtig, damit das Ganze auch erkennen tust. Aber er wird dich sowieso ansprechen und darum ist eigentlich... Ja, du wirst es so oder so erkennen. Danke vielmals, Lukas Schweiz. Amira Mann, es tut mir voll leid, dass ich in meinem früheren Leben eine toxische Mutter war. Weißt du, ich würde nicht so verurteilend darüber sprechen. Du warst nicht eine toxische Mutter. Du warst halt einfach eine Mutter, die es nicht besser wusste. Das ist nicht was Böses. Du warst nicht böse. Du hast gewisse Fehler gemacht, darum bist du wieder hier, um einfach wie weiter zu lernen. Das ist normal, normal. Wir alle müssen Dinge lernen und niemand ist perfekt. Toxische Mutter wäre was anderes, glaub mir. Darf ich doch fragen, wieso wird die Person auf mich zukommen? Hat es einen Grund? Ja, der Grund ist einfach, dass du geführt wirst und dass laut im Lebensplan du mit dem Seelenpartner zusammenkommen sollst und der halt über den Beruf auf deinem Lebensweg verzeichnet ist. Und darum muss das so passieren. Janin, was hat M mit meinem Vater gemeinsam und ich mit seinem Vater? Die Geburtstage sind ja gleich, komischerweise. Aha. M am gleichen Tag wie mein Vater und ich halbiert Tag und Datum mit seinem Vater. Ah, jetzt verstehe ich, warum einmal so Sachen erschienen sind in der Bedurleckung. Aha. Also, da schauen wir am besten natürlich mit denen, oder? Das erste Mal, was hat M mit seinem Vater gemeinsam? Und du mit seinem Vater. Also, M mit seinem Vater. Du mit seinem Vater. Ha! Selbst und Identität. Interessant. Du mit seinem Vater Grenzen und Lektionen. Okay. Das bedeutet so viel wie... was er mit dem Vater gemeinsam hat. Da geht es um
das Männliche für dich jetzt, oder? Da geht es um das Männliche, es geht um deine Beziehung zum Männlichen, kommt natürlich ursprünglich auch von der Zwillingsseele, aber da sehen wir jetzt ganz klar Selbst- und Identität. Als Mensch, als erfolgreicher Mensch oder nicht erfolgreicher Mensch, als Mann in der Welt, gewisse Zweifel, die man hat. Ich glaube, es gibt gewisse Sachen, die du gar nicht so genau weißt über deinen Vater, die wir jetzt daraus eben erkennen können. Spannend. Es ist sicher auch ein Mitgrund, warum er dich so anzieht. Also, was hast du mit seinem Vater gemeinsam? Grenzen und Lektionen. Saturn. Da geht's darum, dass sein Vater ihm oft Regeln aufgestellt hat. Vor allem ganz harte Regeln, oder? Und dass er sehr diszipliniert war, dass er ein erfolgreicher Mensch ist. Aber er, der M, hat nicht damit umgehen, oder? Und du bist wiederum das eigentlich für ihn, um ihm helfen, das verstehen und überwinden für sich und in sich. Und das hat wiederum mit seiner weiblichen Zwillingsseele zu tun und überhaupt mit seiner Beziehung zu Frauen und seiner Identität und selbst als Mann. Macht das irgendwie Sinn, was ich jetzt da erklärt habe? Es ist noch spannend, finde ich. Sehr, sehr spannend. Jetzt weiß ich, warum das immer so aufgetaucht ist. Darf ich fragen? Ich schaffe ja nicht mit Geburtsdaten. Nicht wirklich. Darf ich fragen, wie diese Person etwa aussieht? Also, welche Haarfarbe siehst du, falls das geht? Zum ehrlich zu sein, Black Clover, ich sehe die Details nicht in dem Fall. Ich sehe nur irgendwelche Unterlagen, die die Person trägt, wenn ihr ins Gespräch kommt über das. Und kann sein, dass es weisse Kleidung ist. Mehr sehe ich nicht. Amira, welchen Beruf sollte ich einschlagen? Ich liebe Fashion und Kunst, aber man verdient nicht so viel Geld. Danke für deine ganzen Antworten. Man kann schon Geld verdienen, wenn man ja, kreativ ist und sich was einfallen lässt. Definitiv. Also. Du sollst deine Ängste und Sorgen loslassen, vor allem auch wegen dem Verdienen, wie du jetzt sagtest. Das ist eine Äußerung von Sorgen. Und nimm dir das, was du möchtest. Wenn du Bock auf das hast und das Gefühl hast, das ist das Richtige für mich, dann mach das doch. Gib Gas. Ansonsten kannst du mir immer schreiben auf WhatsApp, wenn du eine spirituelle Berufsberatung anschauen möchtest. Weil das ist etwas, was ich nicht einfach so über die Karten sehen kann. Im Sinne von, kann ich nicht sagen, mach genau diesen Beruf oder so. Ich komme. Bitte entschuldigt. Also, ich werde später nochmal kommen. Ihr gehört ein bisschen was essen. Ja, hast du Hunger? Ich komme. Ich komme.